Hallo, mir haben in letzter Zeit mehrere Leute geschrieben, ob ich ihnen die R5 oder eher die R6 empfehlen könnte. Und ja, ich dachte, ich halte meine Gedanken hier einmal in diesem Video fest. Der Hauptgrund, wieso viele Leute dann schlussendlich die R6 doch in die engere Auswahl nehmen, ist sicherlich der Preis. In der Schweiz kostet die Canon R5 um die 4.500 Franken. Und ist momentan nicht einmal lieferbar. Die Canon R6 hingegen kriegt man bereits für 2.700 Franken und sie ist am nächsten Tag geliefert, wenn ich sie heute bestelle. Und die Preisdifferenz ist in meinen Augen doch enorm. Und ja, deshalb stellen sich vermutlich viele Leute die Frage, muss es wirklich die R5 sein oder tut es auch die R6? Ich möchte direkt sagen, dass dies kein Praxisvergleich der beiden Kameras ist, da ich lediglich die R5 besitze. Diese habe ich aber über die letzten Monate sehr intensiv genutzt und getestet. Und basierend auf diesen Erfahrungen möchte ich dennoch versuchen, ein bisschen meine Gedanken zum Thema R5 oder R6 mit euch zu teilen. Viel Spaß! Widmen wir uns nun den interessanteren Aspekten der beiden Kameras. Für Tier- und vor allem Vogelfotografen ist sowohl der Autofokus als auch das Serienbild häufig ein wichtiges Kaufargument bei einer neuen Kamera. Und hier ist die gute Nachricht, dass die beiden Kameras sich praktisch nicht unterscheiden. Beide schaffen mit dem mechanischen Verschluss 12 Bilder pro Sekunde, mit dem elektronischen sogar 20 Bilder pro Sekunde. Auch das Autofokussystem ist praktisch identisch. Ihr habt die Autofokusfelder über den ganzen Sucher verteilt. Beide Kameras haben den Augenautofokus, der meiner Meinung nach sehr gut funktioniert. Und beide Kameras haben schlussendlich auch den internen Bildstabilisator. Das heißt, selbst wenn ihr ein Objektiv habt, das keinen Stabilisator haben sollte, könnt ihr trotzdem von einer Bildstabilisierung profitieren. Und das ist schon einmal ganz anders wie bei anderen Canon-Kameras in der Vergangenheit, wie zum Beispiel der 5D Mark IV und der 6D Mark II. Denn dort war es oft so, dass gerade Geschwindigkeit und Autofokus den zumindest für mich entscheidenden Unterschied gemacht haben, wieso ich eine 6D-Serie-Kamera ziemlich schnell als meine Hauptkamera für die Vogelfotografie aus der Auswahl ausgeschieden habe. Im Gehäusedesign sieht man allerdings nach wie vor Unterschiede. So ist das Gehäuse der R6 genauso wie das der 6D-Serie aus einem Plastikverbund. Während hingegen das halt der R5 wie auch schon das der 5D Mark IV aus einer Magnesiumlegierung war. Dies bedeutet, dass die R5 natürlich etwas widerstandsfähiger ist und vielleicht etwas solider in der Hand liegt, kommt aber auch mit dem Nachteil, dass sie rund 50 Gramm schwerer ist. Beide Kameras sind gegen Wettereinflüsse abgedichtet, allerdings nicht auf dem Niveau von einer 1DX. Sowohl die R5 als auch die R6 haben einen schwenkbaren Monitor, was gerade für bodennahe Perspektiven natürlich sehr angenehm ist. Dieser Monitor ist allerdings bei der R6 ein bisschen kleiner und löst weniger hoch auf, und das gleiche gilt auch für den elektronischen Sucher. Auch sonst gibt es einige kleine Unterschiede im Bedienkonzept. So wird bei der R5 werden die Kameramodi über den Modus Knopf und ein anschließendes Drehen an der Walräder verändert, während man an der Canon R6 das typische Modus Walrad hat, das man schon von der Canon 5D, 6D, 7D und so weiter Serie kennt. Ich persönlich bevorzuge den Moduswechsel der R5, da er in meinen Augen schneller geht und viel flexibler ist. Ich kann die Modi, die ich nicht brauche, im Menü deaktivieren. Und ich kann auch, während ich durch den Sucher schaue, mit der rechten Hand den Modus wechseln, was etwas mühsamer ist, wenn man oben wirklich ein Rad drehen muss. Aber das ist sicherlich Geschmackssache. Die Canon R5 hat zudem ein kleines Display oben auf der Kamera drauf, welches die wichtigsten Einstellungen anzeigt. Ob man dies jetzt braucht oder nicht, das muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es ab und zu noch angenehm, wenn ich kurz die Einstellungen überprüfen will, bevor ich durch den Sucher schaue, aber das wäre für mich jetzt kein Dealbreaker. Sehr schön finde ich, dass nicht nur die R5, sondern auch die Canon R6 einen Joystick hat, mit dem sich die Autofokuspunkte sehr, sehr schnell auswerten lassen, wenn man
Schließlich schreiben beide Kameras auf unterschiedliche Speichermedien. Bei der R5 kommt eine CF Express und eine SD-Karte zum Einsatz. Bei der R6 sind es zwei SD-Karten. Wenn ihr immer nur eine Speicherkarte einsetzt, spielt das natürlich keine Rolle. Wenn ihr aber zwecks Datensicherheit auf beide Karten gleichzeitig schreiben möchtet, dann kommt ihr mit der Canon R6 mit den beiden SD-Karten günstiger weg als mit der R5. Viele Naturfotografen nutzen die Kamera nicht nur strikt zum Fotografieren, sondern möchten vielleicht ab und zu auch ein paar Videoclips aufnehmen oder ihr setzt die Kamera sogar hauptsächlich zum Filmen ein. Und auch da gibt es viele Gemeinsamkeiten, aber einige Unterschiede. Zum einen kann die Canon R6 aufgrund des tiefer aufgelösten Sensors nur bis 4K filmen. Ich muss allerdings sagen, dass ich den 8K-Modus der R5 momentan zumindest noch mehr für eine Spielerei halte, denn die Datenmengen sind unglaublich groß. Der Computer hat sehr viel zu rechnen und für meinen Einsatzzweck sehe ich es nicht. Viele Leute oder die meisten Leute haben sowieso nicht einmal einen 4K-Monitor oder 4K-Fernseher. Bis 8K überhaupt kommt, wird es einige Zeit dauern. Deshalb muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich meine R5 abgesehen von einem 10-Minuten-Test nie im 8K-Modus benutzt. Die 4K-Filmmöglichkeiten sind bei beiden Kameras sehr ähnlich. Allerdings bietet die Canon R5 eine Bildrate von bis zu 120 Bildern pro Sekunde, verglichen mit den 60 Bildern pro Sekunde der R6. Und wenn ihr nachher Zeitlupe machen möchtet, zum Beispiel wenn ihr langsam zeigen möchtet, wie eine Ente sich schüttelt oder ein Haubentaucher untertaucht oder was auch immer, dann bietet natürlich hier die Canon R5 gewisse Vorteile. Ansonsten ist zu sagen, dass beide Kameras 10-Bit-Video unterstützen, den Canon Lock und vieles mehr. Schließlich das wohl wichtigste Unterscheidungsmerkmal der beiden Kameras, der Sensor. Die Canon R5 liefert einen 45-Megapixel-Sensor, während die R6 mit einem 20-Megapixel-Sensor auskommen muss. Das bedeutet, dass die Canon R6 natürlich viel weniger Details darstellen kann als die R5, zumindest in der Theorie. Und wenn man natürlich häufig groß druckt oder starke Aufschnittsvergrößerungen macht, dann kann diese extra Auflösung der R5 definitiv ein Vorteil sein. Allerdings kommt die höhere Auflösung natürlich auch mit einem Nachteil. Man hat größere Dateien, das heißt, man wird größere und potenziell auch schnellere Speicherkarten brauchen. Zu Hause braucht man größere Festplatten, um die ganzen Bilder zu speichern und einen schnelleren Computer, um diese zu verarbeiten. Das heißt, die beiden Kameras unterscheiden sich in den Kosten nicht nur im direkten Anschaffungspreis, sondern die R5 zieht da ein bisschen einen Rattenschwanz mit sich, falls man, je nachdem wie man ausgerüstet ist, eben noch computertechnisch und speicherkartentechnisch aufrüsten muss. Man sollte aber auch beachten, dass die 45 Megapixel doch eine enorme Auflösung sind und die Bedingungen wirklich gut stimmen müssen, damit man diese Unterschiede auch so krass sieht. Das heißt, wenn man irgendwie etwas Dunst hat, wenn der Autofokus mal nicht ganz trifft und so weiter, dann sind diese Unterschiede nicht mehr ganz so krass ersichtlich wie vielleicht in den Studiotests. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Objektive. Man wird die deutlichsten Unterschiede der beiden Kameras mit einer lichtstarken, teuren Festbrennweite sehen. Wenn ihr hingegen ein 150 bis 600 mm Zoom von Sigma oder Tamron verwendet bei Offenblende, werdet ihr ohne Frage auch an der R5 Top-Ergebnisse erhalten, aber der Unterschied zur R6 wird nicht mehr ganz so groß sein, wie wenn ihr mit einem 600mm Blende 4 fotografiert. Man sollte sich vielleicht nicht zu stark von diesen Megapixeln beeindrucken lassen. Der Sensor der R6 liefert sehr gute Bildqualität, auch bei hohen ISO-Zahlen, und ist sehr nahe verwandt mit dem der Canon 1DX Mark III, die ja eigentlich das Flagship von Canon ist und eine wirklich Top-Qualität liefert und auch Profis bedient. Kommen wir nun zu den Schlussfolgerungen. Ich persönlich habe mich für die Canon R5 entschieden, da sich die R6 für mich zumindest in gewissen
Aspekten ein bisschen wie ein Downgrade von meiner 5D Mark IV angefühlt hat und ich das nicht unbedingt wollte. Ich denke jedoch, besonders wenn man ein beschränktes Budget hat, dann ist die R6 definitiv eine sehr gute Alternative zur R5, besonders wenn man nicht unbedingt häufig groß drucken oder starke Ausschnittsvergrößerungen machen möchte. Gerade wenn man von einer Canon 6D oder einer Canon EOS R kommt, wird auch der Body einen Schritt nach oben sein, von den anderen Funktionen ganz zu schweigen. Und mit dem gesparten Geld kauft man sich vielleicht lieber ein gutes Objektiv oder man investiert es in eine schöne Fotoreise. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas helfen bei der Entscheidung, ob ihr euch jetzt eine R5 oder eine R6 kaufen möchtet. Falls ihr wirklich vor der Entscheidung steht und unschlüssig seid, erwägt es doch auch einmal, beide Kameras in die Hand zu nehmen. Vielleicht hilft das auch noch. Falls euch das Video gefallen hat, so abonniert doch bitte meinen Kanal. Euch kostet es nichts. Mich würde es unglaublich freuen und auch anspornen, weiterhin Videos zu machen. Falls ihr euch für einen richtigen und ausführlichen Testbericht über die EOS R5 interessiert, dann schaut doch einmal dieses Video an, das ich vor einigen Wochen gemacht habe. Und ja, wie bereits jetzt gesagt, viele Punkte treffen auch 1:1 auf die Canon EOS R6 zu. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fotografieren und bis zum nächsten Mal. Ciao!